Sein Leben ist massiv bedroht. Er steht unter Polizeischutz. Jede Sekunde des Tages. Und dennoch will er sich nicht verstecken. Der deutsche Autor Hamed Abdelsamad. Ich habe es zu tun mit der schlimmsten Sorte von Killern, von Menschen, die auch andere Menschen getötet haben. Landeskriminalamt Berlin, Abteilung Personenschutz. Zuständig für hochgefährdete Menschen. Kommandoleiter und Teamchef bereiten sich vor. Für keinen Politiker, keinen Staatsmann, sondern für den Schutz eines Schriftstellers. Und alles gut? Zwei Personenschützer der Polizei. Wir werden ihre Namen nicht nennen können. Ein eigenes LKA-Team schützt Hamed Abdelsamad. Erstmals bekommen wir für diesen Film Einblick in ihre Arbeit und in Abdelsamads Alltag. Den Alltag eines Verfolgten. Eine Reihe von Lesungen mit seinem neuesten Buch stehen an, in ganz Deutschland. Ankunft in einem Hotel in Hamm. Die Beamten haben das Zimmer schon überprüft. Der Teamchef gibt grünes Licht. Der sensibelste Punkt ist immer, wenn wir ankommen, tatsächlich. Und wenn wir fahren. Ansonsten bewegen wir uns ja überwiegend in sicheren Räumen. Das ist ja der Auftrag des Personenschutzes, dass wir sichere Räume herstellen. Und das sind dann die Punkte, wo wir am meisten angespannt sind. Wenn ich jetzt im Hotel angekommen bin, komme ich erst mal rein mit den Kollegen und die Koffer kommen nach. So, ich würde gerne meinen Koffer haben. Wenn wir vom Auto aussteigen, soll ja uns nichts hindern, wenn irgendeine Situation auftritt, wenn wir angegriffen werden und so weiter. Wenn wir jetzt einen Koffer tragen, dann ist es sehr ungünstig. Was ist das für ein Ritual mit dem Kissen? Kein Ritual, ich kann nur, da ich selten irgendwo, also da ich ständig in Hotels schlafe, da brauche ich so ein, etwas, was immer permanent bei mir ist. Und ein Kopfkissen, das ist immer wichtig. Ich kann nicht in den Hotels kissen oder mit den Hotelkissen dann gut schlafen. Deshalb trage ich immer ein Stück zu Hause mit. Das hat mir mal eine Besucherin meiner Veranstaltung gegeben. Ein Schutzengel, dass mir nichts passiert. Das habe ich immer dabei. Das LKA-Team immer in unmittelbarer Nähe, im selben Hotel. Wir kommen an. Die Schutzperson ruht sich in aller Regel aus. Wir werden uns zur Einsatzbesprechung zurückziehen, bereiten uns auf den Abend vor, werden im Sinne eines Vorauskommandos schon mal den Veranstaltungsort überprüfen, Kontakt mit dem Veranstalter aufnehmen und uns dann halt selber auch noch mal vielleicht für einen Moment frisch machen, ein bisschen was essen. Seit Jahren hat Hamed Abdelsamad keine eigene Wohnung mehr, in die er täglich heimkehren kann. Jede Routine könnte tödlich sein. Das ist natürlich eine Lebensweise, die ich jetzt nicht mir so ausgesucht hätte. Aber ich kann mir nicht mehr leisten, einen festen Wohnort zu haben. Es ist viel zu gefährlich und viel zu umständlich. Wenn ich jetzt einen festen Wohnort habe und irgendjemand sieht mich zwei, drei Mal reinkommen, dann ist es vorbei, dann muss ich dann umziehen.
Abdel Samad lebt undercover und das schon seit 5 Jahren. An Orten, die er uns nicht verraten kann. Meistens in Hotels. Hier schreibt er seine Bücher. Und das, obwohl man versucht, ihn zum Schweigen zu bringen. Ich bin einer von vielen, die bedroht werden, nur weil sie den Islam kritisieren oder weil sie den politischen Islam kritisieren. Eigentlich hätte ich mir nie gedacht, dass 2018 immer noch in Europa Menschen unter Polizeischutz leben müssen, nur weil sie aus ihrem Grundrecht Gebrauch machen, ihre Meinung zu veröffentlichen. 2013 verändert sich sein Leben für immer. Abdel Samad ist Politikwissenschaftler, lebt seit fast 20 Jahren in Deutschland, verheiratet, deutscher Staatsbürger. Er schreibt unter anderem eine Autobiografie, in der er sich vom Islam abkehrt. Er, der als Sohn eines Imams streng religiös aufwuchs und als Student sogar Mitglied der radikalen Muslimbruderschaft war. Doch die Gewalt dort, die Unfreiheit, öffneten ihm die Augen. In Deutschland wird er einer der schärfsten Islamkritiker. Im Juni 2013 reist er zu einem Vortrag nach Kairo, spricht über sein aktuelles Buch »Der islamische Faschismus«. Seine streitbare These, die Ursprünge fundamentalistischer Gewalt lägen im Islam selbst begründet. Am nächsten Tag im ägyptischen Fernsehen. Mordaufruf eines Religionsgelehrten. Fatwa im Internet. Auf seiner Stirn die arabische Aufschrift Wanted Dead. Abdel Samad ist zum Abschuss freigegeben. Seitdem schützt ihn der deutsche Staat. Dieser Schutz wurde ihm angeboten. Die Bedrohungslage ist bis heute akut, auch von Seiten deutscher Salafisten. Keinen Schritt mehr allein. Seit 5 Jahren kein Kino mehr, kein Konzert. Menschenmassen muss er meiden. Ortswechsel nur in gepanzerten Wagen. Heute also eine Kleinstadt wie Hamm. Die Lesung findet außerhalb statt. Ein scheinbares Idyll. Doch für Abdel Samads Personenschützer gibt es keine unschuldigen Orte. Es gab schon Situationen, wo unternommen wurde der Versuch, Herrn Abdel Samad zu schädigen. Aber ich muss auch sagen, dafür sind wir ja da. Und wir wollen ja auch abschrecken. Deshalb gucken der Personenschutz auch mal so böse. Und deshalb sind wir auch immer so durchtrainiert, um nach außen das Bild zu vermitteln, probier es erst gar nicht. Die Leute, die es probieren, die müssen dann auch mit der Antwort leben. Und die Antwort ist sicherlich für die meisten dann auch nicht angenehm. Stress pur, wenn Hamed Abdel Samad auf dem Weg zur Bühne umdrängt wird. Ein zweites Polizeiteam hält während der Lesung draußen Wache. Wir sind das Auge für das Team draußen, also für das Team, was drin ist. Ja, haben wir draußen zu gucken, wer bewegt sich hier, kommen noch interessante Personen. Das gebe ich dann weiter, ja, für die, damit sie wissen, wer und was kommt im Endeffekt. Ja, und, wer sind interessante Personen? Ja, Personen, die wir erwarten, die möglicherweise ihm nicht wohlgesonnen sind, so halt, ja, in allen Variationen. Am nächsten Morgen im Hotel. So, ganz kurz, Rudi. Der Kommandoleiter bespricht die Strategie für die Abreise. Rudi kommt gleich runter mit Mikro und Abdel. Dann gibt es hier unten noch eine kurze Situation. Anschließend fahren wir ab. Wir fahren mit einem Blauen, den machen wir aufs hintere Fahrzeug. Mikro fährt vorne mit dir. Mhm. Rudi und ich, wir fahren hinten. Okay. Letztendlich sieht man ja schon, wir bereiten uns ja auch auf
medizinische Zwischenfälle vor. Also hier ganz normal ein Tourniquet, halt für die schnelle Versorgung von stark blutenden Verletzungen an den Extremitäten. Was immer wichtig ist, ist Licht. Ne? Also was jetzt hier die Möglichkeiten, verschiedene Modi einzustellen. Licht ist immer wichtig bei uns. Hier ist noch ein bisschen Universalwerkzeug dran. Ein paar Handschuhe, ein paar Pflaster da drin, ne? Falls sich mal irgendwie jemand verletzen sollte. Ein bisschen Klebeband. Und das war's eigentlich schon. Jeder hat so seinen eigenen Rucksack, den er halt gepackt hat. Und den führen wir halt mit. Mit dem Schlimmsten rechnen. Jederzeit. Einige Beamte begleiten Abdel Samad schon seit 5 Jahren. Also aus meiner Sicht ist es eine Schicksalsgemeinschaft. Also es ist jemand, der bedroht ist, weil er Bücher schreibt. Und der Staat stellt ihm dann Menschen zur Seite, um ihn zu beschützen. Und plötzlich werden auch die gleichen Personen selber bedroht. Solange sie bei mir sind, sind sie auch bedroht. Von Ihnen wir lesen? Müssten gar nicht, aber ich kann sagen, dass ich Glück habe, also dass mein Team wirklich gebildet ist und von sich aus auch meine Bücher liest und um auch mehr über auch meine Welt und meine Gedanken auch zu verstehen, dann kann man auch die Gefahren besser einschätzen. Sicherlich haben wir nicht jeder in unserem überschaubaren Team alle Bücher von den Abdel Samad lesen, weil jetzt kommen ja auch immer wieder neue zu. Ne? Also ist ja jetzt nicht ganz einfach, als Späteinsteiger einfach mal 11, 12 Bücher oder wie viele auch immer noch kommen werden, dann so mal innerhalb von einem halben Jahr wirklich mal zu studieren und nur noch durchzulesen. Aber das eine oder andere hat bestimmt auch der eine oder andere schon gelesen. Und vielen Dank fürs Lob, ja, für das super Team. Nehme ich gerne an und gebe ich auch gerne weiter. Dresden. Neuer Lesungstermin von Abdel Samad. Breitflächig angekündigt, deshalb auch heikel für die Beschützer. Bevor der Schriftsteller anreist, ist ein Teil der LKA-Beamten aus Berlin bereits da. Das Vorauskommando. Der Ort wird schon Stunden zuvor auf mögliche Gefahren gecheckt. Wir müssen uns einmal ein bisschen Überblick verschaffen, wo der Veranstaltungsort ist. Ja, das war einmal durch. Können Sie uns alles zeigen? Wir werden bestimmt noch mal Fragen haben. Bestuhlt ist vor 300. Okay, gut. Wenn der Anrang doch höher sein sollte, wir machen aber nur Sitzplätze, keine Stehplätze. Nur Sitzplätze. Ja gut, also wichtig ist also stehen. Das Publikum, das ist immer so ein Gefahrenpotenzial, das wollen wir nicht. Mhm. Also reichen ja vielleicht auch, genau, wenn wir den da außen nehmen und... Ist da auch noch ein Stuhl? Kann dann zurück doch stehen, nicht da vorne. Das reicht alles, denke ich. Oder wollen Sie vorne sitzen? Ja, wir, also hier. Ja, so vorne mit Blick ins Publikum. Das wäre schon super. Wir würden so ein bisschen dann praktisch so die Bushaltestelle nochmal schauen. Noch jemand erwartet Hamid in Dresden. Markus, ein langjähriger Freund. Er kennt den Schriftsteller seit dem Studium in Augsburg. Er ist einer der wenigen, die so mutig sind, ihn in der Öffentlichkeit zu treffen. In diesem Café wollen sie sich gleich sehen. Es ist immer so ein bisschen aufregend, weil es sind ja schon immer echte Unterbrechungen auch. Und dazwischen ist gar nicht so viel Kontakt eigentlich. Also ein bisschen Neuanfang ist es immer, aber irgendwie ist es dann doch auch immer wieder so, wie es... Also es ist schnell wieder ganz viel Vertrautheit auch da. Seit es diese Fatwa gibt oder dieses Todesurteil, wenn man es so nennen will, ist unser Kontakt auch wahrscheinlich auch dadurch, ist er einfach, weil er sich nicht mehr so frei bewegen kann, hat sich eingeschränkt auf jeden Fall. Also es gibt kein "Ich besuche dich mal eben", gibt's nicht mehr. Das Vorauskommando checkt jeden Termin, selbst die privaten. Sie wissen, dass Markus hier wartet. Und sie haben Sicherheitsbedenken. Dieser Platz zu gefährlich. Den Tisch hier verlegen, praktisch im hinteren Bereich. Okay, also hier geht nicht. Nee, hier wäre unklug. Wenn wir einfach nach hinten gehen, wir gucken, ob wir hier einen Tisch haben und dann würden wir das Treffen im hinteren Bereich. Okay.
Inzwischen ist Hamed angekommen. Aber erst wenn die Lage geklärt ist, darf er Markus treffen. Ich habe nicht so viele Freunde, aber gerade auch in solchen Zeiten dann auch erkennt man, wo sind die wahren Freunde und was zählt. Selten solche Momente, wo plötzlich alles leicht ist. Du lösungsbedürftig bist wahrscheinlich und wollte dich ein bisschen unterstützen. Ich neide dir nicht deinen medialen Erfolg, aber das neide ich dir immer noch. Viele Sachen waren früher möglich. Ich konnte bei ihm übernachten, ich konnte mit dem Zug zu ihm fahren und ich konnte mit ihm durch die sächsische Schweiz auch wandern, in der Innenstadt auch von Dresden. Wir haben mal bei einem Volksfest in Erfurt zusammen Gitarre gespielt auf der Straße und gebettelt und das hat Spaß gemacht. Das alles kann man heute natürlich nicht mehr machen. Es ist teilweise ein Gefängnis, weil die Optionen, die man hat im Alltag, sind extrem eingeschränkt. Aber wie gesagt, ich habe versucht, das zu transzendieren, dass das Thema Freiheit für mich nicht physisch ist. Zwei Stunden später am Ort der Lesung der Dreikönigskirche. Die ersten Besucher sind am Haupteingang. Man ist neugierig auf den prominenten Islamkritiker, der heute über Integration spricht. Während sich der Vortragssaal füllt, wird der Schriftsteller über einen Nebeneingang eingeschleust. Heute wird es voller als erwartet. LKA-Beamte sitzen auch im Publikum. Wenn man so eine Lesung hat oder einen Vortrag, da kommen so viele Leute mit vielen Erwartungen, auch mit vielen unterschiedlichen Energien. Manche davon haben auch negative Energien und ich muss mich dagegen auch schützen. Jedes Mal, wenn ich zur Bühne gehe, wird mir bewusst, auch die Beamte befinden sich in der gleichen Lebensgefahr wie ich. Es ist sehr leicht und es ist notwendig, zu schauen, was schief läuft in muslimischen Communities. Die Probleme sind alarmierend. Aber wir müssen insgesamt schauen, was in der Gesamtgesellschaft schief läuft. Wie geht die Politik mit dem Thema Immigration und Integration um? Abdel Samads Thesen polarisieren. Sie haben sich warm gelaufen hier in Deutschland. Haben Sie mal überlegt, nicht ob Sie in die Politik gehen, sondern vielleicht nochmal nach Ägypten zurück und dort Ihren Mund aufmachen? Das wäre noch eine Idee. Ich bin deutscher Staatsbürger. Ich bin nicht einmal ägyptischer Staatsbürger. Ich bin deutscher Staatsbürger. Gewöhnen Sie sich daran. Die Lesung endet friedlich. Zum Schluss signiert er wie ein ganz normaler Autor. Doch nichts mehr in seinem Leben ist Normalzustand. Für viele ist Abdel Samad ein Hoffnungsträger, weil er für einen aufgeklärten Islam kämpft. Diese Momente geben Kraft. Und der Trubel lenkt ein wenig ab. Bis dahin kannst du ein bisschen ausspannen. Ich pass auf. Funkcheck machen wir um 18 Uhr. Wo? Hier oder? Bei dir. Im Zimmer. 18 Uhr. Funkcheck, dann habe ich. Mit seinem LKA-Team verbringt der Schriftsteller mehr Zeit als mit irgendjemandem sonst auf der Welt. Was ist mit Familie? Was mit Partnerschaft?
Man hat gemerkt nach der Bedrohung, dass ich mich nicht verändert habe, im Gegenteil. Und dann dachten sie, okay, wir suchen nach seiner Familie. Und dann hatten sie versucht, meine Frau zu googeln und sie zu verärgern. Und deshalb prinzipiell rede ich jetzt nicht, was für eine Situation oder wo sie ist und alles. Das wird auch keiner wirklich herausfinden können. Aber sie können nicht zusammenleben. Das geht nicht. Und die Familie in Ägypten? Seine Mutter ist alt. Er hofft, sie irgendwann noch einmal zu sehen. Meine Mutter hat Angst, klar. Ich meine, sie ist auch weit weg. Sie hat mich gebeten, das Buch nicht zu veröffentlichen, auch der islamische Faschismus. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Bitte von ihr nicht nachgehen konnte. Es fiel mir sehr, sehr schwer. Das Problem ist, diese Leute werden nicht zufrieden, wenn ich kein Buch schreibe, wenn ich schweige. Sie werden zu anderen Kritikern gehen, die noch milder in ihrer Ausdrucksweise als ich. Und sie wollen auch sie zum Schweigen bringen. Das ist die Natur der Fundamentalisten. Sie wollen nur ihre Stimme hören. Sie wollen keine einzige Stimme hören, die von ihrer Vision abweichen. Und ich konnte das nicht. Ich konnte nicht anders. Frankfurt. Abdel Samad kommt am Flughafen Rhein-Main an, darf nicht einmal allein fliegen. Anweisung des LKA. Mit dem Flugzeug reist ein bewaffneter Beamter. Am Gate ein Verstärkungsteam der hessischen Landespolizei. Menschenmassen. Unübersichtliche Situationen. Außen vor dem Sicherheitsbereich wartet schon Abdel Samads Team mit dem Auto. Sie wollen ihn gleich in Empfang nehmen. Wenn man sich gerade an Örtlichkeiten wie im Flughafen befindet und mit ihm auffällt, da wird er regelmäßig erkannt. Und nicht jeder Mensch, der freundlich auf ihn zukommt, muss auch freundlich sein. Diese Erfahrung haben wir auch schon gesammelt mit Herrn Abdel Samad. Der Begleitpolizist lässt seine Schutzperson nicht eine Sekunde aus dem Blick. In den schwarzen Boxen Waffen. Abdel Samads Gepäck kommt ganz zum Schluss. Ja. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe drei Taschen, so einen größeren Koffer, das ist jetzt für die langen Reisen. Und den kleineren Koffer und die Handtasche. Die sind eigentlich, mein Leben ist verteilt auf diese drei Koffer. Das sind die wesentlichen Sachen, die ich brauche. Sofort nach Verlassen des Sicherheitsbereichs nehmen ihn Teamchef und Kommandoleiter in Empfang. Geht's Ihnen gut? Ja, alles schön. Genau. Das hat ja Ewigkeiten gedauert, ja, jetzt, oder? Mit dem Koffer. Ich habe auch schon gleich die ersten Informationen für Sie. Diesen Ort wollen die Personenschützer zügig verlassen. Schnell zur gesicherten Limousine. Jeder Schritt mit Abdel Samad heißt Anspannung. Der Kommandoleiter ist froh, wenn der Auto wieder im geschützten Wagen sitzt. Ein Arbeitstreffen wartet. Einige Tage später in Berlin. Abdel Samad ist in Moabit eingeladen. In der ersten liberalen Moschee Europas, der Ibn Rushd Goethe-Moschee. Sie wurde von einer Frau gegründet, die wie er nur unter Polizeischutz leben kann. Wie er kämpft auch sie für einen aufgeklärten Islam. In diesem muslimischen Gotteshaus dürfen Männer und Frauen gemeinsam beten. Hier predigen Frauen. Und sie selbst ist Imamin, die Berliner Anwältin Seyran Ateş. Selam, hallo.
Herzlich willkommen. Gut. Danke. Das gleiche LKA-Team schützt auch Seyran Ateş. Beim Brunch treffen sich Muslime und Nicht-Muslime. Offenheit, Dialog. Die Moschee finanziert sich durch Spenden. Scherzhaft sucht man nach neuen Mäzenen. Setzt du dich da hin? Von den marokkanischen Millionären, den türkischen Millionären, den habe ich vergessen, den ägyptischen Millionären. Vielleicht kennst du ja welche. Ja, ich kenne welche, aber die hassen mich. Aber ich bin mir sicher, dass es auch Millionäre gibt, von Marokko bis Indonesien, die das toll finden, was wir machen. Und jetzt Seyran Ateş war 21, als sie einen Mordanschlag überlebte. Seit der Gründung der Moschee steht sie wieder unter Polizeischutz. Dieses Leben unter Personenschutz ist für viele Menschen etwas, was sie sich nicht vorstellen können, weil sie das als eine extreme Einschränkung ihrer Freiheit empfinden. Ich sehe es eben andersherum. Ich sehe das, die Möglichkeit einer Freiheit. Und das Land schützt uns dafür, dass wir unsere Arbeit machen können. 500 Meter zu Fuß. Mal Luft schnappen, aber nie allein. Hier ist halt viel Bewegung, viele Radfahrer, die auf dem Gehweg fahren, viel Fahrzeugverkehr, viele Cafés am Straßenrand. Hier, wir laufen unter den Balkonen lang. Jederzeit kann irgendjemand, selbst wenn es nur ein Eimer Wasser ist, der von oben kommt, ist trotzdem unangenehm. Also entspannen kann man nie. Also wir sind heute Abend entspannt, wenn er in seinem Bett liegt und wir mit allem durch sind. Dann können wir uns entspannen, aber zurzeit müssen wir schon blickig sein. Die Absurdität solcher Situationen ist den beiden Schützlingen bewusst. Jetzt haben wir noch mal eine extremere Situation, die außergewöhnlich ist. Nämlich deshalb, weil hier zwei Teams jetzt auch noch zusammenkommen. Das heißt, wenn er und ich uns treffen, dann haben wir mindestens 10 Leute dann plötzlich um uns herum. Wenn ich jetzt dann uns so sehe, dann haben wir jetzt auch die Möglichkeit, mit 10 Personenschützer und eine Menge Waffen Moabit einzunehmen und das liberale Kalifat aufzurufen. Ohne Galgenhumor hält man dieses Leben wohl nicht aus. Zum Opfer wollen sich weder Seyran Ateş noch Abdel Samad machen lassen. Seine Tour geht weiter. Wieder ein Hotel, Hamburg. Die Polizisten gehen voraus, wie immer. Wir gehen jetzt einfach mal ins Zimmer rein und gucken, ob jemand auf uns wartet. Tatsächlich so. Und das ist vorher überprüft worden. Aber jetzt gehen wir noch mal rein, ob zwischenzeitlich jemand drin gewesen ist. Wenn der Kollege sagt, alles ist gut. Gesucht wird nach Sprengstoff, nach versteckten Angreifern. Okay. Fragmente eines Zuhauses, das es nicht mehr gibt. Abdel Samad ist ein Nomade, erzwungenermaßen. Dass er mit der Bedrohung irgendwie klarkommt, daran hat er sehr gearbeitet. Ich glaube, dass ich ganz wohl mein Leben im Griff habe, meine Gedanken auch. Und ich bin nicht getrieben. Ich versuche, so viel es geht, das Leben zu genießen. Ich nehme das Leben natürlich jetzt viel ernster. Natürlich auch diese Bedrohung. Irgendwie, da weiß man weiß es nicht. Es kann jeden Tag passieren, dass ich gehen muss. Und wenn das passiert, dann will ich mindestens, dass ich bis dahin schon gelebt habe, im wahrsten Sinne des Wortes, und nicht am Leben vorbeilief. Ein Gefangener seiner Situation. Aber frei in seinen Worten. Hamed Abdel Samad weiß, wem er das auch zu verdanken hat.